So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Medieval Dynasty. So, wir sind ja gerade so ein bisschen am Durchstöbern, ob wir hier irgendwas finden können. Leider Gottes nicht. Und jetzt geht natürlich die große Jagd nochmal los mit, oder beziehungsweise auf die letzten vier Tiere. Wir haben aktuell so ein bisschen das große Problem, dass wir noch vier Rehe brauchen. Und wir leider Gottes aber hier schon überall so ein bisschen gewildert haben. Dementsprechend ist jetzt die große Frage, ob wir hier noch irgendwo Tiere auftreiben können. So. Denn leider Gottes allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir müssen uns also jetzt tatsächlich ein bisschen beeilen. Müssen wir unbedingt gucken, ob wir irgendwo noch mal ein paar Tiere auftreiben können. Ah, da hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal noch mal eins. Sehr gut. Kommt sogar in unsere Richtung. Wow. Das war mal wieder mega schlecht geworfen. Aber das Gute ist, hier sind noch mal zwei. Mist. Das war schon mal nicht so schlecht. Das war schon mal nicht ganz schlecht. So, Speere dürfte man, glaube ich, auch noch genügend haben. So, das Vieh ist da hinten. Bisschen Glück erwischen wir das direkt nochmal. Mist. So, das Gute an der Sache ist natürlich, dass wir das Reh direkt nochmal sehen. Glaube ich das? Alter. Also das ist manchmal ein bisschen kurios, wie viele Speere so ein Reh abkannen. So, das Problem ist... Gut, ein Speer liegt hier noch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie die Speere auch unterwegs verlieren. So, wir haben jetzt noch drei Speere. Tja... Problem ist, wir brauchen, glaube ich, noch mal welche. Ne? Ich glaube, mit drei Speeren werden wir nicht mehr weit kommen. Zumal die alle schon beschädigt sind. So. Sechsmal Wurfspeer. Wir müssen halt unbedingt gucken, dass wir den Bogen als nächstes mal in Angriff nehmen. So, jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir die letzten beiden Rehe her? So, wir können mal gucken. Ich nehme mal an, wir werden mal... Ja gut, aktuell sind es nicht allzu viele.
So, tja, wir haben mega viel Leder dabei, ne? Das ist das Problem. So, wir brauchen dringend noch Rehe oder Kaninchen. Ich denke mal, mit Kaninchen werden wir eher weniger Glück haben. So. Müssen wir uns mal ein bisschen umgucken, wo wir aktuell gerade sind. Wir sind hier unten. Wir laufen einfach mal in die Richtung. Vielleicht haben wir Glück und finden da nochmal was. Wie gesagt, uns läuft leider Gottes ein bisschen die Zeit davon. Läuft leider Gottes ein bisschen die Zeit davon. Nur noch sehr, sehr wenig Zeit, um die Quest noch abzuschließen. Tja. Bräuchten halt unbedingt großes Glück, dass wir noch mal ein, zwei Rehe auftreiben können irgendwo. Wie gesagt, Kaninchen gehe ich nicht davon aus, dass wir hier noch mal welche erwischen werden. Immer mal die Augen offen halten, ob wir irgendwo noch mal Rotwild sehen. Sieht aber auch schlecht aus, ne? Sieht so aus, als ob wir hier nochmal irgendwo in die Nähe von Rotwild kommen. Da hinten sind Wildschweine, aber die nützen uns leider nichts. Die nützen uns leider nichts, die Wildschweine. Da sehe ich nochmal Rehe. Sehr gut. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal die Chance. Problem an der Sache sind, das sind wieder große, ne? Mist. Füchse sind hier nochmal, okay. Gucken wir mal, ob wir das da vielleicht nochmal erwischen könnten. Mist. Verdammt, wo ist es hin? Das ist jetzt natürlich mega ärgerlich, ne? Ah. Wow. Das war mal wieder der schlechteste Wurf in der Geschichte. Ja, das Tier ist schon mal geschwächt. Boah, glaube ich das? Glaube ich das? Boah, das ist doch jetzt nicht... Alter Schwede. Das hat mich halt gerade wieder hart getriggert gerade.
So, dann wollen wir gleich wieder ein paar Speere machen. Schaffen wir gleich wieder ein paar und ab dafür. Also manche Tiere triggern einen ganz schön hart, muss man sagen. So. Problem ist natürlich, jetzt sind wir dem Tier so weit hinterhergerannt, dass ich nicht mehr weiß, wo die anderen waren. Ist noch mal ein Fuchs, okay. Problem ist, wir sind massiv überladen und der wird garantiert wieder abhauen, das sehe ich jetzt schon. Glaube ich das? Oh, Glück gehabt. Puh, da haben wir auch nochmal Schweine gehabt. Ja gut. Speere nehmen wir auch gleich nochmal mit. Vielleicht können wir auf dem Rückweg den einen Fuchs da noch erledigen. So, in die Richtung müssen wir. Ja, das Problem ist, wir sind so dermaßen überladen, das werden wir wahrscheinlich in der Zeit nicht mehr schaffen. Es sah für einen kurzen Moment so aus, als ob der nochmal einmal angreifen kann. So. Haben wir hier auch nochmal einen Speer? Ist jetzt. Natürlich jetzt eigentlich ein bisschen ungünstig, ne? Irgendwo noch Tiere. Können wir mal gucken, wie viele Beschädigte haben wir noch. Zwei. Natürlich mega ärgerlich, ne? Eigentlich müssten wir die Speere alle abwerfen, damit wir jetzt schnell nochmal durch den Wald sprinten können. Werden wir mal machen. Wohl oder übel. So. Müssen wir leider Gottes machen, damit wir wenigstens ein bisschen schneller sind. Ein Axt. So.
Tja, ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Merkwürdig, merkwürdig. Es ärgert mich, das zu sagen, aber ich glaube, wir müssen die anderen Dinge auch noch abwerfen, beziehungsweise wir werden es schon gar nicht mehr schaffen mit der Quest. Wir sind noch zu weit weg und das Problem ist, es wird halt auch schon dunkel. Das bedeutet, die Leute werden schon wieder schlafen gehen. Wir müssen es eins machen und gucken, ob wir hier vielleicht ein paar Speere verkaufen können. Da brauchst du ja nicht wegschmeißen. Und Fleisch werden wir hier auch nochmal verkaufen. Ich denke, wenn wir das Fleisch verkaufen, dürfen wir noch mal ein bisschen was an Gewicht loswerden. So. Dann verkaufen wir doch mal ein bisschen was. So, damit sind wir schon nicht mal überladen. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir uns wirklich sputen. Werden wir unsere letzten Kraftressourcen nochmal aufbringen? In der Hoffnung, dass wir das noch rechtzeitig bis rüber schaffen? Also wenn wir das tatsächlich noch schaffen sollten, dann haben wir übelst was geschafft gerade. Und die letzten Sekunden laufen nämlich ab. Okay, der scheint hier drinnen zu sein. So, da will ich aber eine ordentliche Belohnung für haben. Fladenbrot und Münzen. Hätte ich mir mehr erhofft, muss ich gestehen. Gucken wir nochmal, dass wir mit ihr nochmal ein bisschen. Ach Mist. Kein Glück mit den Damen. So, ich bin mal neugierig, was hier drin ist. Gar nichts. Auch nicht schlecht. So, dann werden wir noch mal schnell was trinken. Schön hier aus dem Brackewasser. Mmh. Dann werden wir uns mal auf die nächste Jahreszeit vorbereiten, meine Freunde. Ne? Nächste Jahreszeit wieder Herbst. Die letzten Sekunden unserer Sommerperiode laufen gerade aus. Dementsprechend würde ich hier schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne wieder kostenlosen Support da lassen und mich bei meiner Arbeit auf dem Kanal ein bisschen unterstützen in Form eines Däumchens. Würde mich tierisch freuen. Bleibt mir nur noch zu sagen, ihr habt euch wohl. Ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.